Ja, ist schon ein bisschen her, da habe ich angekündigt, dass ich mal mit euch zusammen über die verschiedenen Godzilla-Spiele quatschen möchte. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, ein Video dazu zu machen, weil ich habe mich mit einem Spiel intensiver beschäftigt. Und zwar geht es hierbei um Godzilla Save the Earth. Und dazu will ich jetzt mal eine kleine, naja, sagen wir mal, Kritik machen oder eher ein Review, wie das ganze Spiel aufgebaut ist, was ich davon halte und ob es überhaupt noch spielbar ist, weil es ist, wie ihr hier oben schon seht, da für die PlayStation 2. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Godzilla Save the Earth. Ich habe es auf jeden Fall jetzt ausführlicher gespielt, beziehungsweise habe ich jeden Charakter freigeschaltet. Und worum handelt es sich bei diesem Spiel überhaupt? Das ist natürlich ganz klar, es geht hier ums Kämpfen. Das Ganze ist ein Fighting-Adventure-Spiel im Godzilla-Universum eben. Und behandelt wirklich Charaktere und auch Schauplätze der letzten 50 Jahre von Godzilla. Ist eigentlich ganz cool, auf jeden Fall für jeden Fan was. Ich habe es auch schon mal im Livestream ab und zu mal gezockt mit euch zusammen. Und viele von euch haben da einfach Orte und Figuren wiedererkannt. Was ich wirklich cool finde tatsächlich. Denn wir haben zum Beispiel auch von Godzilla haben wir da verschiedene Varianten. Einmal den aus 1990 bin ich der Meinung. Und dann noch eine ältere Version. Und das ist eben ganz cool, gerade für Fans macht es eben Spaß. Eine wirkliche Geschichte gibt es dahinter eigentlich nicht. Es geht darum, dass Aliens eben die Erde angreifen und wir spielen eben einen Kaiju, der diesen Alien-Angriff, diese Alien-Invasion verhindern soll. Da muss ich jetzt schon ein bisschen grinsen, weil was die Aliens angeht, dazu kommen wir dann noch relativ zum Schluss, wenn es um die Minispiele geht. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal so ein bisschen die Grundgeschichte von dem Ganzen. Grafik und Design her, gut, da muss man natürlich davon ausgehen. Das Spiel ist jetzt für die PlayStation 2 erschienen damals, sieht deswegen, naja, auch typisch PlayStation 2-mäßig aus, aber ich finde tatsächlich, dass es noch geht. Vor allem fühlen sich die ganzen Figuren sehr flüssig an, also die bewegen sich sehr flüssig. Auch die Attacken, wenn man eben so einen Laserstrahl ballert. Sieht das alles noch sehr cool aus. Vom Sound her ist das wirklich verdammt gut, gerade hier mit Headset, mit Kopfhörern. Hat es wirklich richtig Bums. Und für ein PS2-Spiel auf jeden Fall auch heutzutage noch spielbar. Man muss sich vielleicht erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass das Ganze noch ein bisschen pixelig eben ist. Aber so war es einfach früher gewesen und ich bin da überhaupt nicht anfällig dafür. Ich mag so Retro-Games sowieso. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Version auf der PS4, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, vom Gameplay her ist tatsächlich aber fast genau das Gleiche. Und auch wenn man mal die flüssigen Bewegungen da vergleicht, es kommt schon sehr nah dran tatsächlich. Das heißt, hier müssen wir Abstriche machen, eben wegen der Grafik. Hat aber auch so einen gewissen Retro-Charme und das passt sogar vielleicht genau zu diesem Godzilla-Universum. Die Steuerung ist denkbar einfach. Ich gucke hier gerade so ein bisschen wirr rum, weil ich euch gerade mal an meinem Xbox-Controller zeigen wollte, wie das Ganze gesteuert wird. Sekunde. Und zwar haben wir eben hier die ganz normalen, naja, eben Angriffe. Wir können auf dem Y-Knopf, das heißt auf der PlayStation ist es der Dreieck-Knopf, also der hier oben, da blocken wir ab und das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Die Steuerung kann man, glaube ich, auch nicht ändern, wenn ich richtig gesehen habe. Und ich bin es eben gewohnt, dass man auf dem Dreieck-Knopf oben die harten Angriffe macht. Ja, ist hier eben nicht so. Man blockt auf dem oberen Knopf ab. Wie gesagt, auf der Xbox ist es dann eben Y, auf der PlayStation ist es dann eben der Dreieck-Knopf und den harten Angriff macht man auf Kreis, beziehungsweise bei der Xbox auf B. Das ist ein ganz cooler Angriff. Die meisten Monster haben damit dann quasi wie so einen bestimmten Effekt, dass das andere Monster zu Boden fliegt. Sollte der die komplette Combo, das heißt, man smasht diesen Button die ganze Zeit und sollte diese Combo komplett sitzen. Das sind, glaube ich, drei oder vier Schläge. Dann schlägt man den Gegner meistens jedenfalls zu Boden. Es gab ein, zwei Monster, die haben das nicht gemacht. Aber in der Regel sind das eben dann solche
solche Schläge, um den Gegner einfach mal ganz kurz auszuschalten. Vielleicht mal, um kurz Luft zu holen, mal kurz irgendwie abzuhauen. In den verschiedenen Maps findet man nämlich auch verschiedene Items, wie Energie oder auch, ich nenne es einfach jetzt mal Key, quasi die Sachen, mit denen man die Superattacken aufladen kann oder den Strahl schießen kann. Und das ist eben schon ganz hilfreich. Die Attacke ist allerdings sehr langsam. Und wenn ich sage sehr langsam, meine ich wirklich sehr langsam. Es gibt teilweise Monster. Jet Jaguar war der Name, glaube ich. Wenn der sich riesengroß macht, Gott, der braucht ewig lang, bis er mal einen Angriff gemacht hat. Ne? Bis der einen starken Angriff hinkriegt, holla die Waldfee. Aber wenn er aber da trifft, sitzt er auch richtig. Ne? Das ist halt eben dann der Vorteil. Schnelle Angriffe macht ihr auf der PlayStation eben auf X. Auf der Xbox macht ihr den hier auf dem A-Button, eben auf dem unteren. Wenn ihr da drauf hämmert, dann habt ihr meistens dann die schnellen Angriffe. Die könnt ihr auch nochmal variieren zwischen einfach nur dastehen und sich nicht bewegen und den Knopf hier drücken. Dann schlagen die Monster quasi relativ schnell zu. Wenn ihr noch den Analogstick nach vorne bewegt und die gleiche Attacke nochmal macht, das gilt für jede Attacke, variieren sie die Attacke noch ein bisschen und die wird dadurch aber immer ein bisschen langsamer. In der Regel fangen sie dann an, irgendwie dann zu springen oder mal wegzufliegen oder irgendwas. Also die Attacke wird quasi nochmal ein bisschen verstärkt. Auf Viereck oder auf Xbox, auf X. Das mit den Knöpfen ist total behindert. Das sollte einfach mal genormt werden, bin ich der Meinung. Macht ihr also dann die ganz normalen Schläge. Die sind jetzt immer so im mittleren Bereich. Das heißt, das sind quasi so die Standardschläge, die ihr dann eben machen könnt. Nutze ich persönlich meistens nur für Anfänge von irgendwelchen Kombos. Zum Beispiel jetzt hier Viereck, Viereck und dann Kreis bei der PlayStation. Da macht man eben zwei schnelle Schläge und dann am Ende nochmal so einen starken Schlag hinterher, um den Gegner auf den Boden zu hauen. Und dann kann man hier hinten mit den Knöpfen, mit den Schultertasten seine Superattacken aufladen. Das heißt bei Godzilla eben dann der Atomic Breath als Beispiel. Jedes Monster hat eben wieder eine andere Attacke. Die meisten schießen einfach irgendeinen Strahl eben bei raus. Wenn ihr dann allerdings den gleichen Knopf nochmal drückt, das heißt, wenn ihr ihn gedrückt haltet, ladet ihr eine Superattacke auf. Wenn ihr den Knopf nur einmal ganz kurz drückt, schießen die Monster einen kurzen Blaster raus. Oder Mechagodzilla zum Beispiel, der schießt seine Raketen dann ab vom Rücken. Das ist eben ganz cool. Damit kann man auch sehr strategisch arbeiten. Und gerade was die Monster eben auch noch angeht, die haben alle verschiedene Stats. Das heißt, wenn ihr Monster auswählt, könnt ihr an der Seite sehen, wie die Monster quasi in Stärke, in Verteidigung, in Waffen gelistet sind. Und das ist wirklich verdammt gut ausgeglichen. Ich habe jetzt eine Zeit lang mit Rodan zum Beispiel gespielt. Und Rodan ist verdammt schnell und kann eben auch fliegen. Das heißt, mit Rodan habe ich den großen Vorteil gehabt, dass bestimmte Monster, die mich aus der Erde von unten angreifen, gar nicht erst an mich rangekommen sind, weil ich eben in die Luft fliegen konnte. Und er ist eben verdammt schnell. Nachteil ist aber eben, Rodan verliert, ich will mal sagen, doppelt so viel Energie pro Schlag wie jetzt ein Godzilla. Gegen den habe ich echt Probleme gehabt zum Teil, weil Godzilla einfach sehr stark ist. Und gegen Godzilla musst du irgendwann in den Nahkampf gehen. Gerade auch bei Mothra. Mothra mit einem Strahl abzuschießen ist nahezu wirkungslos, weil der eben so ein Schild aktivieren kann. Das heißt, du musst irgendwie in den Nahkampf gehen. Da musst du mit Rodan überlegen, okay, wie mache ich das am schlauesten, weil er doch recht schnell Energie verliert. Das ist eben sehr cool, dass die Figuren tatsächlich verdammt geil ausgeglichen sind, aber ich sag jetzt mal, dass du mit einem Overpower-Tank, wie jetzt hier auch Space Godzilla zum Beispiel, gegen einen Rodan sowohl gute als auch schlechte Chancen haben kannst. Das kommt eben auf den Spieler drauf an, der mit der Figur wirklich umgehen muss. Es gab teilweise auch Monster, die von einem Atomic Breath gar nicht beschädigt werden konnten, weil sie den irgendwie absorbieren konnten, das Ganze. Und die haben alle ganz coole verschiedene Fähigkeiten, die man mit den Schultertasten aktiviert, die unteren beiden. Wenn man die großen Tasten beide gleichzeitig drückt, dann wird Jet Jaguar zum Beispiel von einem kleineren Männchen zu einem richtigen Kaiju aufgeblasen. Bei dem ist mir aufgefallen, was ich sehr cool fand. Der kämpft zum Beispiel in seiner normalen Form mehr wie so eine Tekken-Figur, muss dafür eigentlich relativ oft in den Nahkampf gehen. Wenn er sich dann aber eben aufbläst und dann riesengroß wird, auf einmal kämpft er wie ein Kaiju. Also wie auch Godzilla, wie auch Destroyer und die ganzen eben relativ langsam und behäbig. Dafür zieht er eben auch mehr Energie ab. Also diese Gewichtung von Charakteren und den Fähigkeiten, die die eben haben, haben sie hier wirklich verdammt gut hinbekommen. Und ich habe jetzt auch mit, lass es mal, 5-6 verschiedenen Kaiju die Adventure durchgezockt. Und ich kam mit jeder Figur irgendwie wieder rein. Es gab Figuren, mit denen hatte ich mehr Schwierigkeiten gehabt zu spielen.
Andere, da ging es dann ganz locker, flockig durch. Aber an sich wirklich, man kommt relativ schnell rein und man merkt auch dann relativ schnell, wie man mit dieser Figur zu spielen hat. Das Ding ist jetzt eben aber auch, sogar die Gegner, also die Computer, merken, aha, der spielt jetzt diese Figur. Und die verhalten sich auch dementsprechend wirklich anders. Wenn sie eben merken, okay, da ist jetzt irgendwie ein Rodan auf dem Feld, der ja wegfliegen kann, dann schießen sie auf einmal öfter mit Laserstrahlen auf dich. Wenn die eben merken, okay, du bist irgendwie ein Monster, das sich in den Boden reingraben kann. Das ist so eine Art, so eine Schaufelattacke von Pokémon, hat mich immer sehr stark daran erinnert. Und dann kommst du aus dem Boden eben raus und kannst die Gegner packen oder eben wegschlagen. Und auf einmal fangen die aber an, dir auszuweichen und dich wegzutreten, also in der Luft dann wegzutreten. Und die gehen wirklich auf verschiedene Stärken ein. Teilweise merkst du auch am Verhalten von anderen Monstern, was deine eigene Stärke ist. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber das ist tatsächlich so. Wenn du eben merkst, okay, ein Monster blockt permanent ab, obwohl du noch gar nichts gemacht hast, dann gehst du wohl davon aus, okay, du musst wohl irgendwo richtig Pfeffer dahinter haben. Und das ist halt echt verdammt cool. Also es macht echt verdammt viel Spaß, gerade eben wegen der Gewichtung und einfach auch, weil die Gegner auch auf das reagieren, was du eben machst. Verschiedene Modi gibt es dann eben auch noch. Wir haben dann eben den Koop-Modus, sage ich jetzt mal. Da kannst du gegen einen Freund spielen. Und wie man es eben dann auch kennt, dann hat man eben dann auch den Adventure-Modus. Im Adventure-Modus spielst du dann bestimmte Figuren frei, beziehungsweise bekommst du dann eben Punkte. Und mit diesen Punkten kannst du Sets freischalten von Figuren. Dann bekommst du immer 4 leere Felder und dann kannst du diese Figuren dann nach und nach freischalten. Hat wirklich einen richtig coolen Effekt, gerade heutzutage, wenn ich muss immer Dragon Ball Fighters als Negativbeispiel nehmen, weil du da wirklich nur Figuren frei kaufen konntest. Und der Reiz an so einem Spiel ist doch wirklich, und der Wiederspielwert vor allem, die ganzen Figuren freischalten zu müssen, selbstständig. Und das habe ich halt hier total gehabt. Auch wenn es hier nur um die Punkte ging, man hat sich aber wirklich auch angestrengt, gerade in den Minispielen, auf die komme ich dann noch zu sprechen. Die werden in der Kampagne, in dem Adventure-Modus, zwischen jedem dritten Kampf gibt es dann so ein Minispiel. Und damit kannst du auch wieder Punkte verdienen. Und das hat schon so einen Effekt, weil du einfach dann weißt, okay, ich brauche noch so und so viele Punkte für die und die Figur. Jetzt gebe ich mal hier richtig Gas und versuche diese Punkte einzuheimsen. Es hat wirklich echt Spaß gemacht. Es war so eine, wie so eine kleine Sammlung, die immer erweitert wird. Noch dazu kann man sich auch mit diesen Punkten bestimmte Artworks freischalten und andere Bilder und ganz, ganz, ganz viele Sachen. Bestimmte Städte kann man sich eben auch noch freikaufen. Und somit hat man wirklich einen richtig geilen Wiederspielwert. Es wird auch nicht langweilig tatsächlich. Wenn man sich erstmal denkt, okay, das sind halt Monster, die ganz behäbig aufeinander einkloppen und das ist relativ langsam noch das Spiel. Es wurde zu keiner Zeit langweilig. So nach einer Stunde Gameplay hat man dann gesagt, okay, jetzt mache ich erstmal eine ganz kurze Pause. Ich habe auch schon mal 3 Stunden am Stück gezockt, ohne jetzt irgendwie zu sagen, oh, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, weil man eben diese verschiedenen Figuren noch hat, die man dann da spielen kann. Wenn man dann wirklich richtig drin ist in der Materie und dann auch wirklich mal zeigen will, was man kann, kann man auch auf den 4-Spieler-Modus gehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Die wir jetzt gerade hier sehen. Ich werde sie gerade einblenden. Bei dem kann man dann mehrere Monster auf eine Map befördern und dann gegen diese Monster einfach kämpfen. Alle gegen alle. Ich glaube, man kann sogar einzelne Teams bilden und da kann man es dann mal richtig krachen lassen. Jetzt kommen wir zu dem einzigen kleinen Manko, das ich hierbei habe, das sind tatsächlich die Minispiele. Die Minispiele sind so aufgebaut, dass man in der Regel bestimmte kleine Ziele erfüllen muss. Nur mal als Beispiel, es gibt ein Minispiel, wenn ihr Godzilla im Adventure-Modus spielt, dann kommt ihr irgendwann in eine Stadt und dort müsst ihr dann Raumschiffe abschießen, bevor die das Zentrum der Stadt zerstört haben. An sich ist die Idee nicht verkehrt, aber es steuert sich so behäbig zum Teil. Und obwohl Godzilla den Atomic Breath von der Reichweite her in die Nähe des Raumschiffs befördern kann, triffst du es nicht. Das heißt, das Raumschiff muss relativ nah an dir dran sein, weil das Spiel das eben so verlangt. Und es hat schon teilweise zur Folge gehabt, dass ich ziemlich genervt war, weil es sich hinziehen kann, bis die Zeit abgelaufen ist eben. Und das war nur eins von denen. Dann gibt es noch ein anderes Minispiel, bei dem es eben nur heißt, du sollst die Monster
einsperren. Da bist du quasi auch wieder auf einem Feld und mit drei anderen Monstern und die anderen drei Kaiju zerstören wieder Städte. Und du hast dann da bestimmte grüne Felder. Und dann heißt es, sperr die Kaiju in diesen grünen Feldern ein. Aber wie du das machen sollst, wird dir nicht erklärt. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das machen soll. Unmöglich. Also keine Ahnung. Dann gibt es allerdings aber auch noch ganz coole Minispiele. Da habe ich als Beispiel das Kaiju Basketball. Da müsst ihr mit eurem Kaiju eben Steine nehmen und habt wieder zwei Gegner dabei und müsst auf einen, ja, auf einen Felsvorsprung werfen, der quasi wie so ein Korb geformt ist, damit ihr eben Punkte erzielt. Das war auch ganz cool. Habe ich haushoch dann verloren zwar, aber es hat echt Spaß gemacht. Ein anderes Minispiel ist dann eben auch noch das Kaiju abschmeißen. Es gibt auch ein Spiel in echt, wie heißt das denn? Völkerball. Kaiju Völkerball, bei dem ihr quasi auch einfach Steine aufheben müsst und müsst die Kaiju damit abschmeißen. Da gibt es aber auch einen kleinen Haken, das heißt, wenn ihr jetzt einen Kaiju getroffen habt, einen gegnerischen, dann fällt er erstmal zu Boden, ist dann eben kurz verwirrt und während der verwirrt ist, müsst ihr aber die anderen beiden abschießen oder eben treffen. So, weil der wacht irgendwann wieder auf und ihr müsst es schaffen, dass alle drei gleichzeitig am Boden liegen. Ist jetzt nicht so schwer, aber hat schon eine gewisse Herausforderung. Und da gibt es dann so ein paar Minispiele eben einfach, die variieren zwischen anstrengend und ganz cool. Noch ein letztes Beispiel ist ein Minispiel, bei dem man Boote abschießen muss. Und da hat man dann so ein Energiefeld um sich herum. Und um diese Boote aber zu treffen, müsst ihr optimalerweise auf so einen Steg drauf. Und der Steg ist eben so eng, und wenn ihr dieses Energiefeld aber berührt, dann dotzt eure Figur ganz hin und her, wie beim Pinball. Und das hat einfach wirklich unfassbar genervt. Aber es war nicht unbedingt schwierig. Also da hat man dann wieder so einen Erfolg dahinter gehabt. Das variiert eben immer, wie gesagt. Um jetzt mal zum Fazit zu kommen nach dem vielen Geschwafel. Ich habe meinen Spaß mit dem Game auf jeden Fall. Ich werde das Game auch noch öfter zocken. Habe noch ein paar Bildchen, die ich noch freispielen muss. Noch ein paar Sounds und noch ein paar Maps, also ein paar Gelände, auf denen man kämpfen kann. Die muss ich noch freispielen. Und deswegen, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das für die meisten Godzilla-Fans das optimale Spiel ist tatsächlich. Bekommt ihr sowohl original als aber auch gebraucht, zum Beispiel hier bei Rebuy, ich blende das hier gerade mal ein, bei Rebuy habe ich meins damals gekauft gehabt und ja, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Die Grafik muss man natürlich eben Abstriche machen, wie gesagt, vom Gameplay her einwandfrei tatsächlich. Ich habe auch nicht dieses typische Verzögerungsproblem gehabt, das hat man ja öfter bei älteren Spielen, dass man eben merkt, okay, ich drücke jetzt die Viereck-Taste, aber die Figur reagiert erst viel später. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht gehabt. Das heißt, ich kam direkt damit klar. Man drückt und die Figur agiert eben auch. Ein bisschen langsamer halt, weil es ein Kaiju ist. Aber die Figur agiert eben auch. Und deswegen kann ich hier wirklich nur sagen, von diesem Spiel bin ich echt positiv überrascht gewesen. Und ich kann es auf jeden Fall jedem von euch empfehlen. Wenn ihr in Zukunft noch mehr Bock habt auf solche Godzilla Gaming Videos, ich zocke jetzt gerade mein zweites Spiel von Godzilla, bei dem ich jetzt schon mal per Gesichtsausdruck sagen kann, was mein erster Eindruck davon ist. Wenn ihr... Na, wie schlecht. Wenn wir nicht noch weitere Videos machen sollen, wenn ihr wissen wollt, wie ich zu anderen Godzilla Games noch stehe, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob das Video gut bei euch angekommen ist oder ob ihr halt sagt, nee, brauchst du halt echt nicht. Dann lassen wir das Ganze auch. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust drauf und ich bleibe außerdem auch nicht bei den Konsolenspielen. Ich möchte mir auch die Gameboy-Spiele anschauen und eigentlich mal jede Plattform da so ein bisschen durchgehen. Zumal ich auch, ja, sofern ich eben dann auch an diese Spiele irgendwie herankomme. So. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. War jetzt mal was anderes, mehr Richtung Gaming. Und würde sagen, wir sehen uns einfach dann zum nächsten, vielleicht sogar Gaming Godzilla Review Video. Bis dann.